Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Nordfriesischer Marsch am Dienstagmorgen. Eine wunderschöne wünsche ich euch zusammen. So, wir sind gerade dabei, unseren Ertrag zu verkaufen. Ich sehe es rechts oben, 186.000 Euro. Haben wir, und jetzt wird eben nochmal Sojabohnen verkauft. Ich bin der Meinung, dass ich schon mal eine Fuhre verkauft habe. 17.000 Liter sind noch da, die werde ich jetzt auch gleich verkaufen. Gibt hier bei Raiffeisen, glaube ich, sind wir gerade zu Gast. Genau, gibt bei Raiffeisen am meisten. Und deswegen ist es hier auch weggekommen. Weil ich möchte heute einen neuen Drescher kaufen. Und zwar der Lexion. Ne? Natürlich, was sonst, würde ich jetzt der eine oder andere sagen, ja. Viele Vorschläge waren auch in eine andere Richtung, ich weiß. Aber ich habe tatsächlich für mich gedacht, komm, der Lexion, mit dem hast du eigentlich nie Probleme gehabt. Er hat eine ordentliche Arbeitsbreite. Und warum jetzt wieder was anderes nehmen? Das, jetzt wieder auf Experimente ausgehen, das lohnt sich halt einfach nicht. Und deswegen ist es, ja, der Lexion wieder und der John Deere steht ja schon bereit. Der steht schon am Händler und wartet nur darauf, verkauft zu werden. Ihr seht es hier. Was ich nicht ganz weiß, wie ich das Schneidwerk da reinbringen soll. Da bin ich noch ein bisschen überfragt, bin ich ehrlich, weil ich da nicht reinkomme. Das ist vielleicht ein bisschen, müsste man vielleicht nochmal überdenken vom lieben Fit Action. Aber natürlich, wenn man mit dem Schneidwerkswagen reinfährt, müsste es funktionieren. Ja, das ist schon richtig. Aber den Schneidwerkswagen würde ich gerne behalten. Ne? Das ist es halt. Schauen wir mal. Nee, der wird noch nicht verkauft. Also, wenn es finanziell nicht passt, wird er auch wieder gehen. Aber noch werde ich ihn nicht verkaufen. Kann ich noch ein Stück hin rausfahren? Will wirklich jetzt das Schneidwerk und den Drescher weg haben? Nee. Dann versuchen wir mal ein bisschen reinzuziehen, das Ganze. Ich weiß, ist, ne, klar. Aber ich will das auch gewinnbringend verkaufen, das Ganze. Verkaufen, jawohl. Und den guten hier, der kommt auch weg. Ist leer, ich habe es nochmal überprüft. Nicht seinen vollen Drescher verkaufe, das wäre auch ein bisschen doof. So, das gute Ding geht weg für 250.000. Das ist eigentlich viel, viel, viel Geld, ne? Und weg ist er. Wir haben 627.000 Euro. Der Schneidwerkswagen wurde gesagt, ja, Werner, den kannst du behalten, der ist ganz gut. Und das werden wir auch machen. Ich werde ganz kurz nochmal den Kollegen hier laden. Damit der mir nochmal hochfährt, die restlichen Sojabohnen verkaufen. Die ist nicht mehr viel, aber ich will sie einfach weghaben. Ich will sie einfach weghaben. 17.000 Liter, glaube ich. Ja, genau, 17.000 Liter. Weg damit. Und dann ist die Ernte wirklich komplett verkauft. Hat richtig gut Geld gegeben, ne? Muss man ehrlich sagen. Also Sojabohnen können wir wirklich wieder mal machen. Das ist echt gut Geld. Problem an der ganzen Geschichte ist halt, wir bringen halt sonst keinen Stroh und nichts raus, ne? Das ist leider die Kehrseite der Medaille, aber ja. So für Zwischenverkäufer ist es auf alle Fälle machbar. Ihr seht hier einige Gerätschaften fehlen, ich gebe euch gleich ein Update. Dicke Bertha ist unterwegs, immer noch an der Mission hier oben auf der 53, hat aber schon sehr viel gemacht. Müssen wir wahrscheinlich bald mal auffüllen, weil hier unten steht nicht mehr so viel drin. Dann haben wir den Kartoffelroder, der, da steht der LKW da hinten. Den habe ich wahrscheinlich noch nicht gesagt, wohin er fahren muss. Aber hier habe ich ihn schon mal angeworfen, ne? Laut euren Wünschen habe ich das jetzt immer vor der Folge gemacht, die ganzen CP-Fahrer angeworfen. Der Kollege hier ist hier am Grubbern-Pflügen auf der 14. Der Kollege hier ist am Kalken auf dem gleichen Feld, also die werden sich gleich begegnen, aber der müsste auch gleich fertig sein. 2 Minuten 40, so lange braucht er nicht mehr. Ja, und hier stehen wir noch an unseren noch nicht reifen, leider Pappelfeld. Also da warte ich immer noch stark, dass das endlich jetzt reif wird. Aber ist leider noch nicht der Fall. Gut, das funktioniert auch. Zumindest hoffe ich das so. Gut, dann können wir jetzt... Da. Dann holen wir uns jetzt den Lexion, weil sonst, bevor ich mir das anders überlege, schwierig. Hatte, glaube ich, Kosten 400... Ja, genau, 489.500. Wir nehmen natürlich... lass mich kurz gucken, ob das wirklich was ausmacht. Ich glaube nicht. Na, wir können auch so einen dicken Reifen hinten nehmen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir nehmen einfach mal den dicken Reifen hinten dran. Jawohl, nehmen wir. Damit haben wir jetzt den Lexion, ne? Wurde es sich schon wirklich lange gewünscht. Und jetzt haben wir es endlich hinter uns gebracht. Und das passende Konvoi 1230 geht natürlich auch mit, ganz klar. Da gibt es keine Spezifikation. Und ja, gekauft. Und somit haben wir den Dreschertausch vollzogen. Hat natürlich ein bisschen Geld gekostet, ist ganz klar. Aber Lexion ist halt Lexion, ne? Und ich weiß, dass viele sagen werden, schon wieder Lexion, ist ja langweilig. Jungs, ihr könnt das alles auf eurem Spielstand besser machen. Für mich war tatsächlich die Lexion die beste Entscheidung, weil ich einfach mit dem so viele gute Erfahrungen habe und deswegen ich, ja, wieder Lexion gekauft habe. Ganz einfach.
So, kommen wir hier vorbei oder muss der Werner jetzt nochmal... Ich muss den, die Dykes nochmal rüberziehen. Weil wenn wir das hier so machen... Komm schon. Ich habe leider bedauerlicherweise, würde ich fast schon sagen, den Tank voll gemacht. Und deswegen ist das jetzt ein bisschen schwer, das Ding. Aber das ist auf alle Fälle machbar. Den ziehen wir auch nochmal rüber. So, müsste passen. Tatsächlich habe ich jetzt noch kein Feld, wo ich den jetzt zum Einsatz bringen kann sofort. Aber das ist auch gar nicht so problematisch. Weil es geht eh nur mal darum, dass wir den jetzt haben und dass wir den für den nächsten Ernstsatz schon mal bereit haben. Rutscht der automatisch rauf? Ah, müsste passen. So, Rundumleuchte an. Hat er mit dem Update mehr Rundumleuchten bekommen? Weiß ich jetzt gar nicht. So, auf alle Fälle können wir los. Frage ist nur, wohin können wir, weil... Ja, warte. Fahren wir mal ein Stückchen zurück. Das ist nicht gerade leicht, beziehungsweise einfach zu handeln, das Schneidwerk. Aber wir bringen das irgendwie hin. So, hier raus. Das, glaube ich, müsste die größte Problematik darstellen. Aber, nö, guck mal. Ganz, ganz akzeptabel eigentlich. Super. Freue ich mich, dass wir das jetzt gemacht haben. Das, hoffentlich haben wir da künftig keine Probleme mit. Da bin ich wirklich, da wäre ich sehr froh drum. Wenn wir da endlich mal, ein bisschen Ruhe einkehrt in dieses problematische Drescher-Thema. Aber ich glaube, dass wir mit dem Schneidwerk sehr, sehr gut fahren. Ich hoffe es zumindest. Hoppala. Jetzt müssen wir nochmal so ein Plätzchen finden, wo wir das Schneidwerk abstellen. Ich hatte es immer da hinten hingestellt, aber... Ja, so ganz optimöbel ist das halt... Aber wir können es hier hinstellen, guck mal. Wir stellen das hier hin, oder? Hier steht noch der lange Wagen. Oder der Auflieger, besser gesagt. Ah, nicht gut, nicht gut. Komm, wir lassen es hier stehen. Das funktioniert schon. So, der Kalksteuer muss aufgefüllt werden. Das werden wir gleich machen. Der Phönix hängt fest. Ja, das ist wie immer eigentlich. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Die haben sich da ganz doll lieb. Ich habe auch noch neue Mods mit reingenommen, weil ich mir gedacht habe, komm, Werner, wenn du wieder mal so kleine Traktoren brauchst, dann kannst du eigentlich auch mal gucken, was es aktuell so Kleinigkeiten gibt. Und da habe ich tatsächlich auch gefunden. Ich zeige euch das mal gleich. So. Da wir ja schon den großen im B-Tag haben, habe ich auch jetzt den kleinen mit reingenommen. Weil ich mir gedacht habe, komm, der kleine Süße, der kann eigentlich auch ein bisschen was. Oh, das wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wo es den gibt. Glaube ich, Mod-Tab? Kann das sein, Mod-Tab? Habe ich auch gesehen... Warte mal, wo waren das drinnen? Gibt es auch so ein Gewicht dazu, oder? Das war für den Unimog. Und hier gibt es eben so ein Betongewicht für den MB-Tag hinten drauf. Auch sehr, sehr cool. Müssen wir uns anschauen. Wenn wir es brauchen, können wir mal drüber sprechen. Aber ihr seht, ich habe auch ein bisschen andere Sachen mit reingenommen. Nicht immer nur... die kleinen Glas und sowas. Weil wir können auch einen kleinen MB-Tag nehmen. Ich habe auch einen kleinen Deutz mit reingenommen. Einfach mal ein bisschen durchzumischen, wenn wir es brauchen. Nur wenn wir es brauchen. So, ich bleibe hier mal ganz kurz gleich, weil ich dann gleich die Rücklieferung organisieren werde. Du, viel war es nicht, aber mir ist lieber, dass ich es am Konto habe, als wie es bleibt im Lager liegen, ne? So, dann kannst du schon wieder nach Hause fahren, Herr Kollege. Dann kümmern wir uns gleich um das Problem. Oh je, was ist denn hier passiert? Oh je, du wolltest wenden, glaube ich, ne? Du wolltest wenden, ja. Das funktioniert. Genau, du bist leer. Wie viel fehlt denn da noch? Ach, du bist eigentlich fertig, oder? Sehe ich das falsch? Der ist eigentlich fertig. Gucken wir mal hier rauf. Der ist fertig. Brauchst du nicht mehr weitermachen, Kollege? Hast du gut gemacht. Abgesoffen, super. Dann fahren wir mit dem Schnuckelbutz wieder nach Hause. 18.30 Uhr haben wir schon gleich. Ja, das ist natürlich auch nicht optimal. Weil ich würde schon gern vor der Nacht noch alles in den Boden bringen, was ich so geplant habe. Und dann am nächsten Tag endlich, also ich muss wirklich schon sagen, endlich mal die Pappeln runter. Ne? Dass das so lange dauert, hätte ich mir nicht gedacht. Aber gut, ist halt leider so. Was willst du machen?
Den werden wir wahrscheinlich wieder mit Dünger füllen. Das werde ich jetzt gleich machen. Weil die anderen Felder haben alle kalt, ne? Soweit ich das richtig gesehen habe. Hier braucht sonst kein Feld kalt, nee. Das heißt, wir können hier gleich mal den Dünger wieder einfüllen. Weil als nächstes wird bestimmt die Düngeraktion wieder kommen, dass wir wieder düngen müssen. Das, ja. Oder finden wir auch eine passende Düngermission noch? Das kann natürlich auch sein. Aber wie der aussieht vom Kalk, ne? Meine Güte. Wir können dann nochmal ganz kurz gucken, weil ihr immer so gucken wollt wegen den Produktionen, was so läuft. Käserei läuft. 60.000, ja. Kann man schon machen. Wie viel sind das? 11 Paletten, ja. Könnte man schon wieder mal drüber nachdenken, wegzubringen. Mehl, glaube ich, ist noch überschaubar. Ist überschaubar. Haben auch viele geschrieben, ich soll Roggen reinwerfen. Ich habe aber, glaube ich, keinen Roggen. Warte mal, wir gucken mal nach. Lass mich kurz hier nochmal auffüllen. Glaube ich, habe keinen Roggen. Aber irgendwas muss dran sein, weil es haben ganz viele Leute geschrieben, ich soll den Roggen reinwerfen. Mais und so, Saatgut, Eier, Wolle, Futter, Silage, Gras, Diesel, klar. Gülle, Gärreste, Zwiebel, Roggen. Tatsächlich, ihr habt recht, wir haben Roggen? Ehrlich jetzt? Da habt ihr recht. Du, den werden wir da gleich reinwerfen. Das kann ich gleich übernehmen. Das stimmt, das, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich gestehen, ne? Gut, dann machen wir den Roggen mal rein. Also ich liebe tatsächlich meinen LKW hier, ne? Was wir mit dem schon alles transportiert haben, das glaube ich, das sind schon wirklich einige, ja fast 1000 Tonnen, muss ich schon sagen, ne? Also glaube ich schon, dass es 1000 Tonnen sind, was wir mit dem transportiert haben. Wo ist denn der Roggen? Der müsste weiter hinten sein, ne? Hier ist er. Habe ich den mal absichtlich angebaut oder ist der irgendwo drauf gewesen? Ah ja. Jetzt schauen wir noch ganz schnell wegen der Feldstofffabrik, was die sagt. Die sagt momentan noch läuft, aber Hackschnitzel geht aus, tatsächlich. Hackschnitzel geht aus, definitiv. Das muss man in den Griff bekommen. Boah, der ist ja richtig voll, du. Aber ihr seht, ne, die Sonne steht schon einigermaßen tief. Es wird einfach dämmerig schon hier. Ich bin ja gerade im Überlegen, ob ich was für die BGA zum Reinwerfen habe. Haben wir noch Silage, was man vielleicht reinwerfen könnte? Vielleicht auch mit einem Förderband? Was sagt eigentlich der Fermenter? Warte mal, wir gucken mal nach. Ansonsten werfe ich einfach ein bisschen... wo war denn der? Der war hier, Fermenter. Ach, so viel ist das gar nicht, ne? 200.000 Liter? Wollen wir die 200.000 Liter in die Dingens reinwerfen? In die BGA reinwerfen? Ich habe leider, glaube ich, das... Ach so, ja. Hahaha. Das könnte man eigentlich wagen, ne? Das Ganze. Lass mal den Eumel hier stehen. Weil dann... Ich will einfach mal testen, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Weil das wären ja theoretisch so... Also mindestens zwei Anhänger. Voll von dem. Also von dem großen 79.000 Liter. Da wäre schon was drin, ne? Ich meine, für die Mischfutterproduktion haben wir ja noch ein bisschen. Aber ich will einfach mal testen, was das auch geldmäßig bringt, ne? Ja, leggy leck. So, hier ist das Röhrchen, was ich brauche. Wir müssen ja nicht alles wegbringen, aber ich würde es gerne einfach mal testen, weißt du? Ich habe, glaube ich, einen BGA-Kurs gemacht, ne? Zumindest habe ich mal davon gesprochen. Vielleicht sollte ich mal das ein bisschen aufräumen hier, ne? Das wäre vielleicht auch nicht so uncool. 53. Der geht hier rein. Dann, was habe ich hier? Feld 1. Feld 1 geht hier hin. Was haben wir noch? Warte. Ich habe ja... Ich fülle gerade auf, deswegen habe ich gerade Zeit. Feld Nummer 14. Feld 14 geht hier rein. Und nochmal Feld 14. Geht wieder hier rein. Zack. Dann haben wir die 19. Die haben wir auch hier, ne? Ja, Ordnung muss einfach sein. Wenn du dies ein paar Mal nicht machst, dann hast du echt ein Problem, ne? Feld 21. Haben wir auch hier drin. Was haben wir noch? Die 39, Hafen 39. Das habe ich sogar hier drin, ne? Wahnsinn.
Und was haben wir hier noch? 21. Habe ich das nicht gerade reingepackt? Und die 46. Zack. Ich habe noch keinen BGA-Kurs erstellt. Ehrlich jetzt? Das ist aber... Ne, B fängt ja mit... Ne, warte mal. Ne, habe ich nicht gemacht. Gut, müssen wir dann morgen machen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja genug Zeit. Dann machen wir morgen so, dass wir mal so ein bisschen was reinbringen in die BGA. Ich bin sehr gespannt, was das bringt, ob das was bringt. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, gilt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich laufe jetzt nicht zum Schild drüber. Ihr wisst, was am Schild draufsteht. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.